krasse Scheiße, Alter. Wir haben einen Schmelzofen hier stehen. Boah, voll der Schmelzofen, Alter. So. Wir haben keine Kohle. Ja, das kenne ich. Das kennt doch jeder von uns. Konto leer, keine Kohle. Hier ist noch Kohle, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim mit dem Professor. Und wir starten jetzt mal die Musik hier. Ja, wir sind an einem anderen Ort hier auf diesem Planeten. Ein Stückchen entfernt, also schon ein ganz schönes Stückchen von unserer Basis, von hier nach da. Und jetzt guckt euch mal an, was der Professor gebaut hat. Krass, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich habe mir so eine Hacke genommen und habe mich hier einfach mal so, guckt euch das an hier, quer durch die Landschaft gehackt. Also man kann sich jetzt nicht mehr verlaufen. Ich habe hier jetzt, also an diesem Bereich, habe ich einen Weg gebaut und hier, es hat sich viel verändert in dieser Welt. Seht ihr einen Wagen, den schnallen wir uns mal gerade an. Zack. Ja, seht ihr das hier? Total krass hier. Er wird zum Lasttier. An auf das Lasttier. Ja, guck mal hier, man kann auch Gas geben. Aber dann geht der Wagen irgendwann kaputt. Finde ich total lustig hier. Ja, jetzt werde ich natürlich nicht den ganzen Weg mit euch zusammen fahren. Beziehungsweise können wir ja doch machen, aber wir werden uns dann halt ein bisschen beeilen. Also, werdet ihr gleich sehen. Guck mal, da unten wartet Futterchen. Direkt zum Ernten hier. Aber wir haben genug Futterchen dabei. So, aber es hat sich viel verändert hier in dieser wunderschönen Welt hier. Und zwar habe ich unser Portalhaus natürlich auch weitergebaut. Und da werden wir jetzt auch gleich mal vorbeischauen. Und wir werden ein paar Dinge herstellen und ein paar Dinge bauen heute. Und das wird richtig, richtig krass hier. Aber wir werden den Wagen auch nicht, also diesen, wie heißt das eigentlich? Kart heißt das, gell, das Gerät. Ja, Anuf muss sich mal was reinschieben hier, damit er... Ach, Moment, wir können ja hier zaubern. Komm her und zack, die Kraft von Aigdur, dem Franzosen. Aigdur, der Franzosen. Gib mir jetzt voll die Kraft hier. Nee, also hier, das ist mit der Ausdauer und so. Jetzt rennt er nämlich hier viel mehr. Seht ihr das? Der Balken nimmt weniger ab und wir haben viel mehr Ausdauer. Und das finde ich voll cool. Das ist, man kann diese Kraft nicht nur zum Kämpfen nutzen oder zum Flüchten oder was der Professor bzw. was der Arnulf Fox gerade vorhat. Sondern, ja, Nachteil ist natürlich, wenn dann Gegner auftauchen, muss man sich vom Wagen lösen. Aber man kann auch so kämpfen. Also das geht auch so, nur der Wagen ruckzuck wird er beschädigt. Und das ist dann, oh, wir haben was übersehen. Moment, stopp. Ja, muss man dann immer auf den Griff klicken, damit man sich lösen kann von diesem krassen Gerät. Habe ich das jetzt hier vorne übersehen oder was? Das lag, glaube ich, auf der linken Seite. Also jetzt links. Mensch, der Professor ist ja schon blind. Nee, hier war das nicht. Aber hier, das Tolle ist, hier am Wegesrand gibt es überall so knuffige Himbeeren. Die habe ich schon abgeerntet hier. Ja, und den Wagen kann man auch überall hinstellen. Lässt man überall einfach stehen und fertig. Und wir rennen jetzt mal nach Hause. Ach so, ja, und hier natürlich habe ich auch noch was gebaut. Hier wollte ich ganz viel, bevor wir jetzt losrennen. Ja genau, das kennt ihr auch noch nicht. Da seht ihr, ganz viel Wald ist da weggemacht. Ich habe extra die Stumpen stehen lassen hier. Ja. Hier habe ich mich so ein bisschen eingerichtet. So, da ist auch ein Bettchen. Der kann hier pennen. Der kann Werkzeuge reparieren. Und ja, da kann man hier wunderschön Holz farmen. Das Ding ist halt, in diesen Wagen kann man viel mehr reinladen. Ach, hier vorne ist das mit den Bäumen gewesen, ja. Ja, hier, das muss ich euch jetzt nochmal zeigen. Das ist jetzt halt, das dauert jetzt halt einen Moment. Hier hängen noch ein paar Bäume in die Bäume. Ich habe immer so ein bisschen Schiss, dass hier irgendwas schief geht, wenn man den Wagen zu dicht hier an die Bäume stellt. Also wir tun heute einfach mal hier so ein bisschen Holz jetzt hier. Gleich geht's weiter. Ich will euch nur was demonstrieren. Ich habe hier so viele Notizen gemacht heute für dieses Video. Und ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen werden. So, hier seht ihr den Storage von dem Wagen. Also, hier ein Gewicht von 110. Und ihr habt ja gesehen, der zieht den auch ganz normal. Jetzt haben wir 150 und er hat... Ja, Arnulf hat nichts in der Tasche eigentlich, gell? Und das finde ich ziemlich krass, denn,
Man kann hier aufladen, was weiß ich, bis 1000. Ich habe das, glaube ich, schon mal richtig voll gehabt, das Gerät. Und jetzt rennen wir mal nach Hause. Jetzt geht's los. Ja, die ultimative Beschleunigung natürlich wieder ohne Ton. Beziehungsweise, nee, mit beschleunigtem Ton ist es hier diesmal, denke ich mal. Ja, das schneide ich halt hinterher zurecht. Für den, der das technisch interessiert, das hier ist dann jetzt die vierfache Geschwindigkeit und wir dürften jetzt auch schon ankommen. Das ist ein bisschen schwer zu kommentieren. Da könnt ihr sehen, da habe ich ganz viele Wege gemacht hier. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück hier. Arnulf, das Lasttier. Habt ihr jetzt mal sehen können, wie der richtig Gas geben kann hier. Voll krass, ey. Ja, und dieser Wagen halt, der einzige Nachteil, den ich hier sehe, ist halt, weil Bronze ist ja so, muss man so viel ackern, bis man das abgebaut hat. Also jetzt erstmal zum Vorteil. Man kann diesen Wagen wunderbar, also wer das noch nicht weiß, gell, aber ich denke mal, das wissen viel von euch Valheim-Zockern bestimmt schon, die hier trotzdem vielleicht ab und zu meine Videos mal reinschauen gerne. Würde mich freuen. Ja, jetzt kann man hier durchs Fenster hier, kann ich jetzt in den Storage reingreifen und dann kann ich den Storage hier aufschräumen. Ja, und jetzt guckt mal hier, ey, Alter, das geht ab, oder? Guckt euch das mal an hier, was der A04 gemacht hat. Da ist der A04 total stolz drauf. Moment. Ich würde gerne ein Bild machen. Wisst schon, für... Ja, guck mal hier. Geil. Ja, seht ihr das? Also hier hat man alles beschriftet. Ich habe erst alles wieder niedergerissen und hier die Schilder, die gingen nicht. Ihr habt ja mal gesehen, hier waren ja in der Vergangenheit diese Videos, in den Videos die Schilder hier drin. Und die waren nicht sicher. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Fehler oder so. Das gab es ja in Minecraft auch häufig. In Wirklichkeit hatte ich das Schild verkehrt rum angebracht. Weil wenn man nämlich andersrum anbringt, dann kann man zwar lesen, was man da eingraviert hat, aber ja, seht ihr das? Und jetzt kann man hier alles... Ey, das ist so geil, oder? So, was haben wir hier noch? Guck mal hier, da ist Kernholz. Dann geht man hier oben auf Kernholz und uralte Rinde. Total geil finde ich das. Also, jetzt gibt es gar kein Problem mehr hier. Nichts mehr Problem mit Professor. Jetzt perfekt. So, hier ein bisschen was. Lassen wir hier mal... Legen wir in den Kühlschrank. Ja, das ist unser Kühlschrank. Da ist zwar Holz drin auch, aber das muss so sein. Genau. Hier ein bisschen Hartz IV reintun. Was hat man noch in der Tasche? Ach, wir hatten Feder in der Tasche. Und da habe ich hier extra hier Leder, Fell, Knochen und so weiter. Da weiß ich, dass das hier drin ist. Genauso. Nee. Genauso wie hier. Schön Federn reinballern. Und übrigens war ich auch unterwegs. Hier, guck mal hier. Blutsack. Wir haben 8 Blutsäcke. Wir haben 8 Blutsäcke. Und zwar kann man damit ja hier die Fermentierung und so weiter damit machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr da mal dabei wart, dass ich das hier mal abgefüllt habe. Wenn man jetzt E drückt, also jetzt steht da Mettmischung, Giftwiderstand, fertig. Jetzt bleibe ich gerade mit dem Kabel hier hängen. Dann reiß mir die Ohren ab. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, und jedenfalls steht der Giftwiderstand fertig. Wir drücken einfach mal. Und dann zappt er das ab hier. Zack, und dann kommen die Sachen raus. Giftwiderstand, ihr wisst doch noch, wir haben uns doch hier so... Ja, Gewicht. Du erleidest weniger Schaden durch Gift. Und wir haben doch so Probleme gehabt da im Sumpf, ey. Und da muss man dieses Zeug muss man mitnehmen hier. Und Tränke habe ich einfach mal Tränke genannt. Ja, habe ich den ganzen Scheiß hier einsortiert. Und hier habe ich einen, den wollte ich ganz gerne ausprobieren. Geringe Ausdauer, Matt. Stellt die Ausdauer wieder her. Das wollte ich mit euch nochmal testen. Ja, wir können ja mal ein bisschen rumrennen hier. Ja, wenn der jetzt hier keine Ausdauer hat, dann müsste theoretisch... Ah, hier liegt auch noch was rum. Der uralte Samen, ihr wisst, warum ich den eingesammelt habe, oder? Ich komme gleich dazu, hier nicht Kohle einsammeln. Guck mal, jetzt hat er keine Ausdauer mehr, gell? Die steigt ja jetzt gleich wieder. Wenn ich jetzt das reinkippe, geht die Ausdauer schlagartig hoch. Und... Aber trotzdem verbraucht er die auch wieder schneller, oder? Also, oder genauso schnell? Da oben rechts, was ihr jetzt wahrscheinlich nur am PC, am Monitor oder am Fernsehen, TV sehen könnt... Geringer Ausdauer Matt steht da und da ist das durchgestrichen. Also das ist so eine irgendwie doppelte Verneinung, keine Ausdauer. Geringer Ausdauer. Das ist halt ein Übersetzungsproblemchen. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber das ist ja ein gutes Getränk, was wir hier haben. Das ist ja was Gutes. Also jetzt probieren wir das mal. Wir gucken mal, wie der jetzt abnimmt. Bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh, Sonnenuntergang, Digga, yeah. Bevor das jetzt abgelaufen ist, dann... Und wenn das abgelaufen ist, oder abläuft die Zeit, wollte ich sagen, dann wollen wir mal gucken, wie das dann wird. Ob der dann weniger Ausdauer, weil das hilft ja, wenn man so einen Ausdauertrank dabei hat, das kann ja dann auch nicht schaden. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Anleger hier schon kennt, es könnte sein, gell. Arnulf kann sich hier hinsetzen, kann in den Sonnenuntergang reingucken. Ach, wie schnuffig. So, und unsere Karte steht hier schön, also die schwimmt da schön. So, jetzt gucke ich mal gerade auf meine Liste. Ja, wir haben ja noch viel mehr vor heute. Ich glaube, das schaffen wir auch nicht. Aber ich bin auch gern bereit, wieder mal ein bisschen zu überziehen.
gell? Gut. Wir haben auch sehr viel Kohle hergestellt. Guck mal hier, der ganze Laden ist voller Kohle hier. Nehmen wir ein bisschen Holz mit. Den uralten Samen. An das Ohr gehalten hört man sehr leise Flüstertöne. Oh, das hört sich aber toll an. Hört sich ja sehr unheimlich an. Ich mache mir gleich in die Hose. Vor lauter Freude. Ach so, da fällt mir noch was ein. Hier habt ihr denn eigentlich am Sonntag das Best-of von Professors Alt-Relax Sonntag mit mir natürlich und mit Flatout 2 erlebt? Ein Best-of aller Videos, also aller Situationen, die wir hatten, mit fantastischen Ausstiegen und katastrophalen Zusammenstößen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja nochmal geben. Ja gut, was soll ich sagen? Was liegt denn da draußen? Ach so, ja, genau. Ach, da liegt ja lauter Kohle da draußen. Das kennt ihr auch noch nicht hier oben, oder? Genau, das haben wir. Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen gebaut hier. Ja, da kann man durch den Boden durchgucken. Das ist aber unheimlich. Moment, das reparieren wir mal gerade. Normalerweise... Hä? Die sind ja gar nicht beschädigt. Habe ich schon oft gesehen, dass man da durch den Boden durchgucken kann. Na gut, aber wir haben also hier so einen schönen Stuhl hingemacht. Hier kann man sich schön hinsetzen, kann man eine Party feiern. Und zwei Betten hier. Arnulfs Bett und hier fremdes Bett. Ja, und hier haben wir so ein bisschen Zeug hingeschmissen. Kann man aufheben. Ach so, ja, genau. Das kennt ihr auch noch nicht hier. Das habe ich auch alle. Also ich habe circa 8 Stunden oder 10 Stunden jetzt seit dem letzten Video hier weitergemacht. Und ja, das war alles ein bisschen tricky. Hier kann man auch nochmal, hier kann man rausgucken, schön. Muss man überlegen, was wir hier noch alles hinmachen. Aber hier hinten ist eine Treppe. It geht zu viel. Hier ist eine Treppe, da kann man schön hochgehen. Geil, guckt euch das an, oder? Die Treppe kennt ihr ja schon. Aber ich habe alles ein bisschen verkleidet. Was ich hier ein bisschen unschön finde, ist das hier. Das sind nämlich diese Holzbretter, die ich da hingenagelt habe. Ja, ich dachte, vielleicht kann man hier irgendwie einen Läufer oder also so einen Teppich oder sowas hinmachen, dass das nicht so hässlich aussieht. Wenn der nicht dann auch transparent wird. So. Hier habe ich auch vor, das alles noch ein bisschen zu beschriften. Ich schmeiß die Kohle auch mal gerade hier rein. Ja, mal alles rein. Weil für die Schilder braucht man ja auch Kohle. So, hier haben wir Stein. Da muss ich noch ein bisschen gucken und sortieren. Das mache ich dann wieder alleine. Aber ihr seht ja, hier entsteht ja, was hier entsteht. So eine Art Lagerraum. Das ist wie so ein Dachboden. Das kennt ihr vielleicht auch von zu Hause, wo man allen möglichen Scheißdreck hinschmeißt. Jeder hat doch ein bisschen Hartz IV auf dem Dachboden rumliegen. Das ist doch völlig normal. Oder hier so Steinschrott. Das tun wir mal hier, das müssen wir sicherstellen. Denn wir wollen den Uralten bald besuchen. Ich vermute mal, das müsste wohl zum Heraufbeschwören sein. Also ich habe das jetzt wirklich nicht nachgeguckt. Gell? Ja, nicht, dass ihr jetzt denkt. Fangt bloß nicht an zu denken. Der Arnulf, der denkt auch nicht nach. Ich wollte mich ja eigentlich ins Bett legen, damit Tag wird. Und ich sage euch jetzt schon, ich weiß, was passieren wird, wenn wir jetzt wieder wach werden. Garantiert, wenn wir wach werden, regnet es draußen wieder schön. Denn immer, wenn wir draußen was Schönes vorhaben, dann regnet es halt draußen, ne? Hallo, Arnulf! Komm doch mal jetzt hier! Geil, da ist er wieder. Der gute Arnulf. Ach, jetzt wollte ich gerade die Treppe hoch, dabei wollte ich die Treppe runterlaufen. Wow, es regnet mal nicht. Also ganz ehrlich, das möchte ich ganz gerne noch einmal kritisieren. Nebenbei kann man jetzt hier dann auch schön Sachen grillen. Kann sich auch dabei hinsetzen, wenn man da Bock drauf hat. Man kann es auch sein lassen. Wir gucken mal in die Truhe rein und hier sehen unglaubliche Schätze hier. Unglaubliche Schätze! Und mit denen werden wir uns jetzt nochmal ganz kurz beschäftigen, denn hier geht das ab. Ach ja, Arnulf muss schon wieder was essen hier. Ja, ich wüsste zu gern, wie Arnulf das macht. Der frisst und frisst, gell? Aber, hä? Was ist denn das Zeug jetzt? Der frisst und frisst, gell? Aber komischerweise, Leute, der muss nie aufs Klo, oder? Hey Arnulf, bau dir doch mal ein Klo, hallo. So, ihr wisst vielleicht jetzt schon, was jetzt kommt hier, während wir hier auf den Sonnenaufgang warten, der hinter den Bergen, über die Berge, da hinten, da drüber passieren wird. Hehe, hängt da am Licht fest. Ja, so, jetzt ziemlich geil, was jetzt hier abgeht. Ich muss mal gucken, wie wir das jetzt hier gestalten. Achso, ihr kennt ja den ganzen Raum hier, also den ganzen Vorgarten hier kennt ihr ja noch gar nicht, Alter. Das ist, ja stimmt, das habe ich, ich habe das eben noch in einem anderen Video nachgeschaut. Das habe ich alles gebaut hier. Trotzdem habe ich vergessen, die Hässlichkeit auf der anderen Seite abzustellen. Hier, die Hässlichkeit.
Hier haben wir auch einen Wagen hier. Haben wir auch einen Wagen stehen. Den kann man auch sehr gut hier benutzen. Ist ja klar. Gehen wir mal im Wald und holen mal ein bisschen Zeug, was wir so brauchen. So, jetzt nehmen wir mal hier voll krass unser Werkzeug und dann... Moment mal. Den Kohlemal brauchen wir nicht, weil Kohle können wir uns durch das Portal holen. Nicht, dass wir die Sottlingkerne jetzt verschwenden. Wir wollen hier natürlich einen Schmelzofen hinbauen. Und das wird so abgehen. Ich hätte besser erst den Ofen gebaut und hätte euch dann das Haus gezeigt. Da hätten wir gleich hier Resultate gesehen. Die Schmiede. Wo machen wir die Schmiede hin? Am besten nur das Vordach. Das würde mir gut gefallen. Dann können wir vielleicht den Schmelzofen hier hinten hin machen. Ist natürlich jetzt hier von der Werkbank wieder so ein bisschen tricky. Ja, aber das geht. Also ein bisschen dreckig, tricky. Der Boden scheint irgendwie auch nicht so ganz gerade zu sein, sonst würde der Schmelzofen ja dahin passen. Ich glaube, hier passt er gut hin, oder? Krasse Scheiße, Alter. Wir haben einen Schmelzofen hier stehen. Boah, voll der Schmelzofen, Alter. So. Wir haben keine Kohle. Ja, das kenne ich. Das kennt doch jeder von uns. Konto leer, keine Kohle. Hier ist noch Kohle, Alter. Wie viel Kohle geht da rein? Ist egal hier. Komm, räum in die Taschen rein, Alter. Ey, jetzt geht's los hier. Ja, wir müssen hier, also die Truhe ist nur provisorisch. Wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Ich würde sagen, nehmen wir erstmal von dem 10 und von dem 5, damit es hier vorangeht erstmal. Ach, du trägst so viel, Arnulf. Oh, Arnulf, soll ich dir vielleicht mal mit dem Stock ins Kreuz schlagen? Du trägst ja zu viel immer. Ja, und schon geht's wieder, Sister. So, hier. Rein damit. Ich habe jetzt extra nur ein bisschen was von allem genommen. Jetzt wird er die nämlich als nächstes einfügen, die 10 Erz hier nämlich. Und dann kriegen wir hier voll krasses Material gleich. Und während das richtig schön läuft, wollen wir genau hier, wo die Kiste ist, eigentlich unsere Schmiede hinmachen. Das ist schön unterm Dach. Übrigens, hier oben räuchert das richtig schön rein, gell? Da müssen wir vielleicht nochmal was machen. Aber eben hat es nicht gestört, wir konnten schlafen. Also, wo du schlafen kannst im Rauch, da ist auch kein Problem, ne? Gut, geil, Alter, komm. So, gönn dir. Also, was machen wir denn hier mal? Warte mal, wenn wir das jetzt kaputt kloppen. Ich habe Angst, dass da was passiert mit. Tja, wir könnten eigentlich nochmal eine Truhe bauen. Wir bauen jetzt nochmal eine Truhe. Und stellen die einfach auch nochmal provisorisch woanders hinten hin. Also dicht da drüben. Ich denke immer dran, dass die vielleicht kommen hier, die Kreaturen, und zerschwaden hier alles. Wir haben ja oft genug schon solche Angriffe erlebt. Hier beim Fenster, da kann man dann auch schön von drinnen reingreifen. So, wenn ich die Truhe jetzt kaputt mache, gehen aber die Sachen nicht kaputt, die da drin sind, oder? Ich habe das übrigens noch nie getestet, Alter. Wir lassen hier mal eins drin. So, theoretisch, wenn ich die jetzt kaputt kloppe, müsste das daneben liegen, oder? Gut. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, dass mir meine... Jetzt hat er die Taschen wieder voll. Ey, du Schwachmann, da trägt sich ja viel zu viel Zeug da mit dir rum. Eierkopf. So, tun wir die Sachen wieder mal hier rein, so schön. So. So, Kohle. Wir brauchen, glaube ich, ganz viel Kohle, ey. Guck mal hier, ey. Oh, geil, oder? Ja, man braucht zweimal Kohle, um einen Barren herzustellen. Der, also dieser, wie heißt das Gerät nochmal? Nicht Kohlemaler, sondern Schmelzofen, ja, oder? Ja. Der Schmelzofen muss jetzt rund um die Uhr laufen hier. Da müsste jede Menge Zeug hergestellt werden, damit wir brutale Sachen herstellen können. Wisst ihr eigentlich, was wir für Vorteile jetzt haben? Dass wir auf dieser Seite auch eine Schmiede haben werden. Und wir brauchen Kupfer dafür. 6-mal Kupfer. Aber wir haben ja schon 3. Dann dauert das ja gar nicht mehr so lange. Wo ist denn jetzt hier Schmiede, genau? Wenn wir jetzt hier die Schmiede upgraden wollen. Moment, das ist die Werkbankverbesserung. Ah, genau. Da brauchen wir Bronze für den Amboss. Und, oh, da, ha, 10 Kupfer. Alter, das ist doch nicht normal, oder? Mal ohne Scheiß. Naja, gut, aber Bronze herstellen ist schwieriger, weil man braucht, glaube ich, 2-mal Kupfer, wenn ich das richtig erinnere. Okay, geil. Geiler Scheiß hier. Ich hänge schon wieder mit dem Kabel hier. Was ist denn los hier heute?
Heute ist Tag des hängenden Kabels irgendwie. So. Tag des hängenden Kabels. Da kann jetzt jeder halten von was er will. So, geil, hier jetzt noch ein paar Sachen hier einstecken. Wir brauchen, glaube ich, viel mehr von dem Scheiß jetzt. Oh, wir können schon Schmiede! Können wir schon bauen, wir brauchen viel mehr Kohle. Oh Mann, ey, jetzt hat er auch noch Hunger, der arme Kerl. Kohle. Kohle, Kohle. Komm, Anuf, du schaffst es bis darüber. Bitte, komm, du schaffst es, bitte. Oh-oh. Das sieht nicht gut aus. Ach, Arnulf, was ist denn los mit dir? Zack, und schon ist er wieder fröhlich. So, jetzt kommt hier die Schmiede, Alter. Die Schmiede, Alter. Guck mal, hier hinten habe ich sogar Bretter hingenagelt. Seht ihr das? Das Spiel ist so vielseitig und das finde ich so toll, dass man hier so Sachen, lauter so Sachen machen kann. Ich meine, die Schmiede braucht, glaube ich, kein Dach. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber, warte mal. Weil ich würde gerne dahinter auch noch was hinbauen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ach, schön beim Feuer, gell? Dann gibt's ja auch Erholungs-Dings da. Ihr wisst schon. Erholungs-Dings da. Geil, wir haben eine Schmiede. Das geht ab. So, jetzt tun wir hier mal rumschmieden. Können wir so Sachen auch schön reparieren. Upgrades machen. Genauso wie in der anderen Welt, wollte ich gerade sagen. So, wo waren wir denn jetzt gerade? Was brauchen wir denn jetzt? Also, wir müssten... Wenn wir Bronze... Ja, genau, zweimal Kupfer brauchen wir dafür. Wenn wir jetzt diese Sache weiterbauen wollen, brauchen wir hier... Also, für den Amboss brauchen wir zweimal Bronze. Stellen wir zweimal Bronze her. Wir müssen vorsichtig sein, weil wir brauchen ja auch Kupfer. Und dann, das lässt sich ja nicht zurückwandeln. Zweimal Kupfer. Sammeln wir mal ein. Arnulf, sammel doch mal ein. Achso, ja, zu schwer. Alles klar. Ah, ja. Also, wir müssen hier halt, wie gesagt, wir werden hier auch noch ein paar Truhen schön hinmachen. Also, man kann sich ja hier fantastisch einrichten. Das ist ja... Das ist ja echt Bronze. Ach, wir haben keinen Zinn. Dann werde ich die Barren einfach mal hier in den Hof schmeißen. Weil wir werden uns jetzt hier nicht mit drum ärgern. Ich weiß gar nicht, ob ich euch noch was... Wir müssen mal gucken, dass wir hier genug Kohle drin haben. Wie gesagt, wenn wir Kohle brauchen, einfach zum Kohlemeiler hier in... Also auf der anderen Seite gehen. Dann ist voll krass, ey. Der ganze Scheiß gemanagt hier, ey. Ist hier noch irgendwas, was mit muss? Muss da was mit? Ist das jetzt alles, was wir an Kohle haben? Ach nee, warte mal. Bis das jetzt hier soweit ist? Hä? Bis das soweit ist, werden wir hier mal hier drüben den Scheiß einsammeln. Ja genau, ich habe nämlich jede Menge Schilder gebaut und wieder abgebaut. Oh nein, es trägt da wieder zu viel. Ja, das ist halt Arnulf, gell? Arnulf Schwachkopf. Schmeiß alles dahin. Also ich finde das gut. Wir haben hier so eine Tür zum Garten, so ein Gartentürchen, so eine Panzertür, so, weil hier so viele Schwachmaten rumlaufen überall. So, und liegt auch noch Kohle. Alles schön einsammeln. Ich finde, es ist hübsch geworden, ey. Wirklich. Eine voll die krasse Bude. Hier ist das Haus, also die Wand sieht halt so ein bisschen merkwürdig aus. Aber ist schon ziemlich krass geworden. Dabei wollten wir hier eigentlich gar keine Riesenbude hinbauen, Alter. Meine Güte, ey. Yeah. Gut. Jetzt weiter. Oh, wir haben Zinn gekriegt. Jetzt können wir weitermachen. Kohle. Wir haben nichts zum Verarbeiten. Alles einsammeln. Komm, alles. Gönn dir. Hallo. Ist wieder alles zu schwer, gell? Da muss ich hier gerade mal meine mächtige Geige bedienen hier. Wow. Denn, So, ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen... Oh, Mann. So, jetzt müsste es aber klappen langsam, oder? Ich bin total nervös. Zweimal... Bronze herstellen. Und jetzt können wir...
die nächste, also hier den Amboss können wir jetzt bauen. Könnten wir eigentlich vielleicht hier hinten hin machen? Ja, ich weiß nicht. Also nicht, dass wir den Platz jetzt hier verschwenden oder so. Das wäre ein bisschen schade. Deswegen bin ich hier gerade ein bisschen am Rumrätseln. So, und jetzt brauchen wir Edelholz 25 und Kupfer 10. Denn das haben wir noch gar nicht hergestellt, die Schmiede, die Kühlvorrichtung. Das ist ja jetzt natürlich ein Highlight, gell? Denn was jetzt kommt, also wir werden jetzt wahrscheinlich noch mehr Updates, Upgrades, wollte ich sagen, und so weiter machen können. Jetzt brauchen wir nämlich den... Na? Oh. Ach so, Moment. Also, was war das jetzt? Edelholz und Kupfer. 25, 10. Oh Mann, komm. Edelholz und Kupfer. So, das läuft. Dann rennen wir mal rein und gucken mal, ob wir hier noch Edelholz haben. Ach klar, guck mal hier, Professor war fleißig. Und Kupfer, oh, brauchen wir so viel Zeug. Okay, Digga. Er trägt schon wieder zu viel. Tja. So viel zu viel ist es ja eigentlich gar nicht. Geht das so? Gut. Okay. Da. Mach mal schneller hier, mach mal schneller, Alter. Wie viel haben wir jetzt? 4. Oh, das dauert. Wir lassen mal die Zeit ein bisschen vorlaufen, ja. Und wer die Zeit rennt hier, rennt Arnulf mal um die Ecke. Der muss mal auf Toilette. Voll krass, mal gucken, was hier unten in der Bude so los ist. Ja, wollt einfach mal gucken, ob da irgendwo noch was ist, was vielleicht hier geschmolzen werden muss. Sah aber jetzt nicht so aus. So, da sind wir wieder. Ach so, mir fällt noch was ein. Was ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt habe. Also hier oben ist ja alles richtig schön, gell? Und hier ist auch schön offen hier, weil wenn es regnet, dann soll die nasse Luft auch reinkommen. Ja, hier müssen wir uns nochmal was überlegen, was wir hier schön hinmachen. Vielleicht wie so eine Partyzentrale oder irgend sowas voll krasses, ey. Das würde mir gefallen. Aber hier mit den Fackeln hier, das finde ich auch toll, ey. Das ist also, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, es gibt hier für dieses Bauamt, also für diese Baumöglichkeiten hier, dafür müsste es eigentlich nochmal ein bisschen Update geben, dass man noch ein bisschen, also ein bisschen mehr müsste es noch geben. Ich weiß nicht, einfach so ein bisschen mehr noch. Weil irgendwie, keine Ahnung, da geht noch mehr, glaube ich, oder? Ich denke einfach mal, da geht noch mehr. Oh, die Taschen schon wieder so voll. Ein bisschen müssen wir noch nachlegen. Auch wenn Arnulf jetzt schon wieder so viel trägt. Komm, Arnulf, du schaffst es bis zur Schmiede. Komm, komm, du schaffst es. Komm, Arnulf, du schaffst es bis zur Schmiede. Komm, komm, du schaffst es. Jetzt werden wir hier noch die, dieses andere Gerät hinstellen. Aufgepasst! Oh. Ja. Ich wollte eigentlich ganz gerne... Ach, eins fehlt! Na toll. Wieder der Arnulf hier. Schmeißen wir die Kohle mal dahin. Ja. Genau. Kupfer! Gut, jetzt geht's los. Jetzt können wir gleich mal gucken, was wir da noch alles dann... Vielleicht können wir irgendwelche neuen Sachen herstellen. Hier so das schön ein bisschen nebeneinander so. Hallo? Warum? Ah. Achso, das muss ein bisschen Abstand haben, oder wie? Dann machen wir einfach so. Geht das so vielleicht? Hallo? Jetzt macht er nicht so... Okay. Machen wir es halt dahin. Okay, Schmiede Stufe 3. Bin ich jetzt mal gespannt, was da so rauskommt. Ja, jetzt können wir natürlich auch alles upgraden. Auch die Axt können wir upgraden. Na gut. Der Faustschild, das ist für mich interessant. Wir haben den jetzt auf Level 2. Und wir können auf Level 3 gehen. Das bedeutet, wir haben ihn jetzt bei 250, Blockwert 50. Und dann ist, na gut, 355. Das bedeutet halt ein bisschen mehr Blockschutz. Aber wir gucken mal weiter. Vielleicht...
Aber neue Objekte hat er jetzt nicht angezeigt, dass wir die bauen könnten. Naja, das macht aber nichts. Bronzeschwert. Bronzeschwert können wir uns auch irgendwann mal bauen. Gut. Näheres dann in der nächsten Folge. Da schauen wir mal, wie es weitergeht, ja? Hier in dieser geilen Umgebung hier. Wo da oben irgendwie ein ganz komisches Brett irgendwie schräg da oben. Ich muss mal aufs Dach nachher. Muss da mal gucken, was da los ist da oben. Sieht ja komisch aus. Alles klar, das war's von mir. Macht's gut.